Heute machen wir eine realistische Wolfbau-Challenge. Aber ich werde Heimlich-Hacks benutzen, um meine Freunde The Lucky, Billy und Matvi zu pranken. Mit dem Hacker-Kommand /Space werde ich einen riesigen Wolf spawnen, der sich bei Vollmond zum Werwolf verwandelt. Aber was meine Freunde auch nicht wissen, dass ich sie mit richtig coolen Fallen pranken werde. Wie zum Beispiel mit diesem Mutanten-Wolfsrudel. Und jetzt lass uns schauen, wo unsere Freunde stecken. Freunde, heute mal wieder richtig krasse Bau-Challenge. Wisst ihr schon welche? Woher sollen wir das wissen? Du hast noch nur einen Knochen in der Hand. Oh ja, der Knochen hat was mit der Bau-Challenge zu tun. The Blacky, hast du irgendeine Ahnung? Ist es? Leute, warum kommt ihr nicht darauf? Das ist eine Skelett-Bau-Challenge. Nein! Falsch. Billy, hast du eine Ahnung? Ja klar, eine Katzenbau-Challenge. Let's go, weil Katzen essen Knochen. Nein, Junge. Katzen lieben doch nicht Knochen so sehr wie Hunde. Und Katzen was sind wilde cooler. Hunde? Wölfe! Okay. Nein, Katzen sind nicht cooler. Hunde sind cooler. Leute, schreibt jetzt ihr in die Kommentare. Welches Team seid ihr? Team Hund oder Team Katze? Mal schauen, welches Team gewinnt. Naja, ich würde sagen, geht ihr auf eure Seite. Simlaki, du auf die rote. Matthias, du gehst auf die orange. Du gehst auf die Billy-Poop-Seite. Und ich gehe auf die blaue Seite. Die beste aller Zeiten. Ganz genau, Leute. Katzen sind viel besser. Nein! Oh Mann, Leute. Also, wir machen heute eine Hundebau-Challenge, aber eine wilde Hundebau-Challenge. Und ihr wisst ganz genau, wild in der Wildnis leben ja nur Wölfe und die sind richtig cool, Leute. Okay, die sind nicht cool, die sind gefährlich. Die fressen dich auf, wenn die dich sehen. Was laberst du da? Nein, mich fressen die nicht, denn ich bin ein Wolfbändiger, Leute. Mhm. Und ich bin nicht nur ein Wolfbändiger, heute bin ich auch ein... Wow! Jetzt sind wir zum richtigen Hacker geworden. Leute, und jetzt als Hacker werde ich jetzt einfach mit meinem Knochen einen riesigen Wolf spawnen. Am besten einen Schneewolf, weil wir haben jetzt Wintersaison, Leute. Bald ist Weihnachten, Weihnachtszeit. Und deshalb will ich den Schneewolf spawnen. Ich würde sagen, Leute, wir spawnen ihn in 3, 2, 1 und boom! Es hat nicht funktioniert, aber ich habe doch den Knochen in der Hand und bin ein Hacker. Oder, Leute, ihr wisst doch ganz genau, ich habe noch nicht genug Kraft. Ich bin zwar ein Hacker, ich sehe so aus, aber ich bin doch kein guter Hacker. Deshalb müsst ihr jetzt alle ein Like da lassen und ein Abo, damit wir genug Energie haben, um den Wolf zu spawnen, den Schneewolf. Kommt schon, Leute, helft mir dabei. Die Energie muss aufladen. 1, 2, 3 liken und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt auf dem Video. Kuss geht raus, Freunde. Und jetzt probieren wir es direkt nochmal. Und Wolf erscheine. Wow. Let's go, Leute. Es hat funktioniert. Wir haben einen riesigen Schneewolf platziert. Wie cool sieht der denn bitte sehr aus? Yo. Alter. Der ist so krass, aber irgendwie sehen seine... ich glaube, ich mache eine andere Augenfarbe. Leute, wir geben ihm jetzt, ne? So, zack. Blaue Augenfarbe. Wir nehmen uns doch hier Glas, zack. Das sieht doch viel schöner aus als so eine gelbe. Und... Bumm. Bumm. Boah, Leute, schaut, das sieht schon viel schöner aus, oder nicht? So eine blaue Augenfarbe. Ey, das sieht so cool aus bei Wolfen, ne? Ganz ehrlich, Leute. Der ist einfach mega geworden. Ey, und das alles dank euch. Lass uns den nochmal ganz anschauen. Hier vorne ist sogar so eine Schneelandschaft. Ey, meine Freunde... Ich habe gerade mal 2 Minuten gebaut, Leute. Und das war nicht mal 1 Sekunde und dieser Wolf ist direkt gespawnt. Wir haben eine Schneelandschaft, wir haben einen riesigen Wolf, alles. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, Leute, ist unseren Wolf richtig sicher zu machen. Und ich würde sagen, bevor wir unseren Wolf jetzt richtig sicher machen und ein paar Fallen einbauen, womit ich meine Freunde pranken kann, müssen wir jetzt ganz schnell mal vorbeischauen, was meine Freunde so machen. Weil ich habe bei denen allen eine Kamera installiert. Ich bin ein kleiner Spicker und ein kleiner Hacker, Leute. Deswegen schaue ich mal bei denen vorbei und zack. So, ich würde sagen, wir schauen direkt in Kamera 1 rein. Und wen haben wir denn hier? Jo, wir haben Matvi und der fängt direkt an schon zu bauen. Oh nein, der macht mir ja richtig Konkurrenz. Sieht ja richtig krass aus. Oh Leute, lass mal zuhören, was er sagt. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich bin der Beste. Weil Orange die beste Farbe ist. Hä? Leute, was redet der? Er weiß doch ganz genau, Orange ist nicht die beste Farbe. Die beste Farbe ist blau oder nicht, Leute? Schreibt ihr mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir noch bei den anderen vorbei. So, Kamera 3. Hier haben wir Billy, Leute. Aber warte mal, ich habe einen kleinen Trick. Schaut mal, hier vorne sieht man ja eine ganz normale Mauer. Aber von meiner Seite aus kann man hier einfach durch die Mauer durchschauen. Ich habe so einen kleinen Hack aktiviert. Und hier sehen wir einfach Billys... Wolf? Was ist das? Das ist einfach... Hä? Liegt der Leute, der Wolf oder sowas? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ja, ich mach einfach Pups hier auf mein Wolf. Hä? Leute, was geht bei Billy ab, Junge? Und das sieht irgendwie nicht aus wie ein Wolf, sondern... Der macht wirklich Pups hier auf seinen Wolf. Das sieht aus wie eine Maus, finde ich, oder nicht? Das sieht aus wie eine Maus. Alter, was Billy dort baut. Okay, jetzt müssen wir nur noch bei Simlucky abchecken. Yo! Was? Alter,
Oh ja, die Grundform ist fertig, Leute. Und gleich werde ich alles detailliert schön machen. Mein Wolf wird so sicher und so schön. Ukri hat heute wirklich keine Chance. Heute habe ich einen guten Tag. Was, Leute? Wie krass kann so ein Lucky bauen, bitte sehr? No way! Alter, und ich... Der macht mir richtig Konkurrenz. Okay, da muss ich auf jeden Fall besser werden, Freunde. Ich muss jetzt meinen Wolf richtig sicher machen. Meiner sieht zwar bisher noch krasser aus, aber was, wenn Zablacki den richtig sicher macht mit Fallen und so? Deshalb, Leute, würde ich sagen, es wird Zeit. Wir fangen jetzt an und wir fangen an mit einem Fake-Eingang, damit ich gewinne. Haha. Die Frage ist, wo sollen wir unseren Fake-Eingang reinmachen? Ah, ich habe eine Idee. Lass uns den hier vorne beim Bein, vom rechten hinteren Bein vom Wolf reintun und zack. Wir werden hier unten Redstone platzieren und da drauf Ghost Redstone Blöcke und jetzt kann man einfach durch diese Blöcke durchgehen. Let's go, Leute! Das ist unser Fake-Eingang, also nicht unser echter. Der echte kommt noch oder wird noch viel, viel krasser. Okay, jetzt muss ich hier irgendeinen kleinen Weg hinbauen, der dort in diesen Fake-Eingang reinführt, damit meine Freunde auch irgendwie hochkommen. Ich würde sagen, wir machen hier vorne einfach so einen kleinen Leiterparcours. Das ist doch eine gute Idee. Wir nehmen hier uns so eine Eisenleiter, passt perfekt zum grauen Wolf. Geht's hier so nach oben, boom. Dann geht's hier so lang und dann immer so weiter, bis man oben beim Eingang angekommen ist. Das kann echt nicht so leicht werden. Vielleicht fallen meine Freunde ja schon hier runter. Aber müsst ihr dürft nicht vergessen, Leute, das ist nur ein Fake-Eingang. Das heißt, das alles machen die komplett umsonst. Danach werden die erfahren, dass dort vorne eine Falle ist in diesem Eingang. Haha. So, dann geht's hier weiter nach oben. Let's go. Hier geht's einfach mal so um die Mauer. Das ist wie super schwer. Und dann hier so lang, dann hier lang. Zack. Und dann nochmal um die Mauer hier vorne. Und dann nochmal hier so. Oh, Alter, der Sprung ist richtig schwer. Muss man hier hingehen und dann zack. Okay, das ist machbar, Leute. Und dann ist man schon angekommen. Let's go. Und dann kann man hier rein. Durch die Ghostblöcke durch. Und ich habe hier sogar so Redstone platziert, damit Zablacki dort direkt hin will. Weil, Leute, ihr wisst ganz genau, Zablacki liebt Redstone. Und dann wird er dort in den Eingang bestimmt direkt wollen. Aber das ist der falsche Eingang, natürlich. Das ist der falsche Eingang. Und ich werde euch jetzt zeigen, warum. Weil wir machen hier einen super, super gefährlichen Laser-Parcours. Und am Schluss kommt einfach eine Falle. Und wir machen sogar den Raum hier vorne aus Gold. Let's go. Sui. Und das Ganze geht auch viel schneller, wenn wir unsere geheime Hacker-Axt benutzen, Freunde. Und boom, wir markieren uns die Stelle. Gehen hier auf die Seite. Zack, zack, zack. Markieren uns die Stelle hier oben. So, zack, markiert, Leute. Und jetzt slash walls Goldblöcke. So machen das richtige Hacker. Bam, das schneiden wir wieder weg. Slash cut. Und jetzt haben wir unseren Fake-Eingang und unseren Fake-Raum. Jetzt machen wir hier einen kleinen Laser-Parcours rein, der natürlich einfach nur zur Verwirrung da ist. Let's go, ey, das wird so lustig, wie meine Freunde ausrasten werden, wenn die erfahren, dass die ganz am Schluss die Belohnung gar nicht echt ist, sondern dass die einfach alles fake ist und dann müssen die den richtigen Eingang erst finden. Also alles von neu machen sozusagen. Okay, wir platzieren hier vorne einen Laser, würde ich sagen. Und solange wir hier die Laser platzieren, die super gefährlich sind, wenn man die einmal berührt, zack, Ende aus, Leute. Ende im Gelände. Hier muss man rüberspringen. Dann hier oben platzieren wir zwei. Boom. Und wie gesagt, solange wir die platzieren, könnt ihr gerne mal oben in der Videobeschreibung unseren Merchandise abchecken. Wir haben Hoodies, einmal Ukri Elementar Hoodie und einmal Feuer Elementar Hoodie von Zablacki. Ich habe natürlich Element Wasser, weil Wasser ist einfach so cool. Und wir haben sogar eine Diamantentasse und eine Kronentasse, Leute. Mit der Krone von Zablacki. Also, falls ihr euch was zu Weihnachten holt, dann könnt ihr euch den gerne holen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Laserparcours zu Ende. So, zack, zack, zack. Alter, das wird ja richtig schwer. Man muss hier rüberspringen und dann... Oh, okay, wir sind im Survival, wir sind nicht im Survival-Modus, deswegen kriegen wir keinen Schaden, Freunde. Aber wenn meine Freunde hier im Survival-Modus sind, nicht so wie ich im Kreativ, dann kriegen die richtig viel Schaden. Und hier vorne packen wir jetzt einfach mal eine Erdtruhe rein. Und nicht nur eine, sondern eins, zwei, drei Erdtruhen. Für jeden eine, Leute. Einmal für Billy eine, einmal für Zablacki und einmal für Matui. Und dort packen wir jetzt einen richtig coolen Trank rein, der die komplett hops nehmen wird. Und Leute, das wird sogar ein richtiger Hacker-Trank. Ukri weiß natürlich, wie man die Hacker-Tränke braut. Und dafür brauchen wir jetzt auch sogar den Hacker-Command, Leute. Nämlich müssen wir den hier eingeben und bumm. Und jetzt, Freunde, müsste es funktionieren. So, Leute, Hacker-Trank. Und mal schauen, ob es funktioniert. Wir trinken jetzt mal und... Ja, wir fangen an zu fliegen. Wie lange? 30 Sekunden, was? Ey, Freunde, wir sind solche Hacker, ne? Diesen Trank gibt es gar nicht in Minecraft. Deshalb werden meine Freunde niemals damit rechnen. Und Leute, wir nennen den jetzt einfach... So, Leute, wir haben jetzt einfach den Trank Grimace Shake genannt. Einfach Grimace Shake. Und den packen wir jetzt hier vorne in die Kiste. Ey, man kann den gar nicht in die Erdtruhe reinpacken. Okay, wir müssen uns andere Truhe nehmen. Wir nehmen uns passend zum Goldraum einfach eine Goldtruhe, Leute. Und hier packen wir jetzt einfach die Grimace Shakes rein. So, ganz viele, damit jeder was davon übrig hat. Und wer wollte nicht schon immer mal einen Grimace Shake probieren, Leute? Kennt ihr Grimace Shake? Aber was meine Freunde halt nicht wissen, dass dieser Grimace Shake komplett, das ist kein Grimace Shake eigentlich in echt. Der bringt meine Freunde einfach zum Schweben.
Und Leute, denkt euch bestimmt, was daran so schlimm zu schweben? Naja, ich sag mal so. Das werdet ihr gleich erfahren, Leute. Denn dort oben wird meine Freunde nichts Gutes erwarten. Mal nur noch hier oben zu, zack. Und jetzt müssen wir hier oben ein paar Stacheln platzieren. Dafür nehmen wir uns hier Spikes, zack. Und wir nehmen uns einfach so richtig gefährliche, die hier vorne. Und die platzieren wir jetzt hier oben. Ah nee, die kann man gar nicht platzieren da oben. Wir nehmen uns am besten direkt, damit die auch ein bisschen getarnt sind, solche Goldspikes, Goldstacheln. Zack, zack, zack. Yo! Es gibt die halt wirklich, ne? Einfach Goldstacheln in Minecraft. Die platzieren wir hier oben. Und dann, wenn meine Freunde diesen Trank trinken, dann fliegen die einfach da hoch. Dann fliegen die einfach da hoch. Und dann werden die in den Stacheln draufgehen. Denn die kommen nicht mehr runter. Mit dem Trank kannst du zwar hochfliegen, aber runter kommst du nicht mehr. Ne? Schade Marmelade dann für meine Freunde. Aber das wird so lustig. So, wir tun jetzt so mal, als ob wir mal unsere Freunde sind. Okay, wir sind im Survival-Modus. Wir sind jetzt hier vorne angekommen. Schauen in die Kiste, packen uns so einen Grimace Shake, trinken den. Oh, lecker Grimace Shake. Und dann fliegen wir da rum. Also, ich komme nicht mehr runter, ich komme nicht mehr runter. Nein, 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 nein. Und dann fliegen wir einfach in die Stacheln. Ah! Au, 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 ups. Oh nein. So, da sind wir wieder, Freunde. Und das ist auch unser Fake-Eingang. Jetzt wird Zeit für einen richtigen Eingang. Okay, der beste Micro-Spieler, so gut bist du nie. Ey, wisst ihr was? Ich werde gleich Sebastian auch nochmal meinen Diss-Track vorsingen, damit er komplett ausrastet. Wenn er hier verliert, dann singe ich doch dazu meinen Diss-Track gegen ihn, den ich letztens rausgebracht habe. Falls ihr noch nicht gesehen habt, unbedingt abchecken hier oben in der Infobox. Und dann wird er noch mehr ausrasten. Okay, wo machen wir unseren richtigen Eingang rein? So, Freunde, ich glaube, ich habe sogar eine richtig lustige Idee. Wir machen den richtigen Eingang, nämlich hier vorne hin den Reelen. Und der wird dann einfach hier unter dem Fake-Eingang sein. Aber das Problem ist hier, meine Freunde werden ihn überhaupt nicht finden, denn der wird richtig krass geschützt sein mit dieser Secret Door, Leute. Wir schnappen uns einfach hier, boom, boom, zwei Blöcke, packen da drauf die Secret Door und jetzt, ja, sieht man überhaupt keinen Unterschied zwischen den normalen Blöcken und dieser Tür, denn diese Tür sieht einfach aus wie normale Blöcke. Es sind auch normale Blöcke, Leute. Und man kann diese Tür halt einfach so öffnen. Aber erst bis meine Freunde es schaffen, diese Tür zu finden, ne? Da sind schon Jahre vergangen, das werden die niemals schaffen. Und dann fängt hier das richtige erste Level an. Man muss dann hier reingehen, Leute. Wir bauen jetzt einen kleinen Gang fürs erste Level. Und den Gang machen wir einfach aus Diamanten. So, das erste Level, was richtig ist, wird einfach ein Diamanten-Level. Let's go, weil ich liebe Diamanten. So wie die Diamantentasse in unserem Merch-Shop. Let's go! Da trinke ich richtig super gerne daraus. So, Leute, ich habe jetzt einen kleinen Diamantenraum gebaut. Oh, hier vorne fehlt einer. So, zack. Und wir werden einfach mal hier in diesem Raum ein paar Minen platzieren. So, schnappen uns hier vorne ein paar Diamantenerzminen. Die sind getarnt als normales Erz, aber wenn man da drauf geht, wird man in die Luft gesprengt. Ich kann euch das Ganze natürlich auch wieder demonstrieren. Dafür müssen wir kurz uns teleportieren und wow, zack, Leute, let's go. Hier vorne platzieren wir einen Diamant und jetzt platzieren wir das 100 drauf, aber es tut mir ein bisschen leid, aber es muss sein. Es muss sein, alles zum Experiment. Ja, genau das passiert, wenn meine Freunde auf dieses Diamantenerz tappen werden. Und somit machen wir einfach den Gang zum ersten Level einfach richtig gefährlich. Das ist halt nicht mal, das ist nicht mal das erste Level. Das erste Level kommt gleich, Leute. Machen wir mal hier vorne noch ein Erz hin. Ich weiß nicht, denkt ihr, meine Freunde werden erfahren, dass das hier, hier Minen sind? Getarnt als normales Erz? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir platzieren hier vorne einfach mal so eine Mine. Da muss man hier rüberspringen. Wenn nicht, dann fällt man in die Mine und dann explodiert auch alles. Und dann ist man hier in diesem Raum angekommen, falls meine Freunde es schaffen. Ich denke mal, die schaffen es nicht. Wir werden hier noch ein paar andere Sachen reinplatzieren. Wie wäre es mit dem Spinnennetz? Wäre auch super lustig, damit die hier einfach ein bisschen stecken bleiben und ein bisschen länger brauchen, um hier durchzukommen. So, wir platzieren hier einfach richtig viele Spinnennetze. Okay, Leute. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier vorne das erste Level hin. Dafür brauchen wir einmal einen Hebel und wir brauchen einmal einen Hebel. Und wir brauchen einmal eine Secret Door, Leute. Eine Secret Iron Door. Also eine Eisentür, aber eine unsichtbare, Leute, sozusagen. Die platzieren wir hier vorne. Oh, das ist das Falsche, was wir... Das wollte ich nicht. Das hier, Leute. Boom. Und jetzt, wenn wir den Hebel drücken, öffnet sie sich. Aber wenn meine Freunde diesen Hebel drücken, dafür brauchen wir einen Command-Block hier hinten. Den nehmen wir uns auch direkt, Leute, mit unserem Hacker-Command. Slash, slash, slash. Okay, Command-Block. Let's go. Jetzt haben wir den Command-Block. Den platzieren wir hier hinter dem Hebel. Wenn dieser Hebel aktiviert wird, der linke, dann, Leute, werden meine Freunde, ein bisschen Besuch bekommen. Denn wir geben hier den Command ein, slash, slash, summon, Leute. So, boom, wir haben den Command eingegeben. Und jetzt, wenn wir hier rüber gehen, kriegen meine Freunde Besuch, wenn die diesen Hebel betätigen. Und, boom.
Boom. Und ja, voll, ihr denkt, das ist doch ein ganz normaler Wolf, der hier gespawnt ist. Aber nein, wenn man im Survival-Modus ist, wird der richtig sauer. Schaut, der wird einfach von alleine richtig sauer. Und dann geht ein... Ah! Lass mich in Ruhe! Lass mich bloß in Ruhe. Oh nein, aua, 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 ah! Okay, wir gehen schnell wieder in Kreativmodus. Dann ist er lieb zu uns. Aber wenn man im Survival-Modus ist, dann ist er super böse. Keine Ahnung warum, Leute. Das ist einfach ein komischer Wolf, der immer super böse ist. Aber keine Sorge, Freunde. Später kommen noch krassere Bosse. Also ich meine damit noch krassere Wölfe, die noch viel stärker sind. So, also die rechte Tür ist die richtige. Und dann kommt man hier entlang. Und hier wird dann auch das nächste Level sein, Freunde. Also bauen wir unseren nächsten Raum hier hin. Und den nächsten Raum bauen wir richtig kaputt, Leute. Dafür benutzen wir so Stein. Bemooster Bruchstein brauchen wir, Leute. Wir brauchen Wolle, schwarze Wolle. Ihr werdet gleich schon sehen, warum. Und wir brauchen Gitter. So, zack. So, jetzt haben wir eine Hälfte hier vorne. Und die andere Hälfte packen wir hier hin. Und die werden wir jetzt abgrenzen mit Eisengitter. So, zack. Ey, ich hasse es, Eisengitter zu platzieren. Das muss man immer so genau machen, Leute. Weil man eine richtig kleine Hitbox hat. So, zack. Weiter geht's, weil das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, deshalb müssen wir uns eigentlich beeilen. Oh, schnell, 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 Leute. Gleich werden wir teleportiert und dann müssen wir die Wölfe von den anderen anschauen. Ich hoffe, die sind nicht krasser als meine, denn ich will heute gewinnen. Ich habe mich ohne Grund reingehackt. Let's go! Leute, hier in diesen Käfig kommt nämlich ein richtig krasser Wolf. Einmal der Nebelwolf, dann der Winterwolf und dann der Wilderwolf. Leute, wir werden die jetzt alle drei platzieren. So, zack, zack, zack. Helft mir, Leute. Lasst jetzt alle spawnen in 3 Sekunden. Lasst alle schnell liken. Falls ihr es noch nicht getan habt, schnell, dann werden wir diese krassen Wolf-Bosse platzieren. 3, 2, 1 und let's go! Woohoo! Let's go! Woohoo! Alter, was? Einfach 3 Wölfe platziert, die richtig gruselig sind und richtig riesig. Was ist das denn? Nebelwolf. Der ist einfach so durchsichtig. Yo, habe ich noch nie gesehen. Hier vorne haben wir einen Winterwolf. Den haben wir eben schon bei Mathieu gesehen. Und hier haben wir einen wilden Wolf, Leute. Der sieht richtig gruselig aus, Junge. Ah, guck mal, man sieht sogar seine Zähne hier. Der sieht auch ein bisschen böse aus, sage ich euch ganz ehrlich. Okay, und gegen diese 3 Wölfe müssen meine Freunde kämpfen. Und die werden es nur schaffen, wenn die hier vorne diese sichere Truhe öffnen. Weil, wenn die es nicht öffnen, ich gebe denen 5 Minuten Zeit. Wenn die es nicht schaffen, diese sichere Truhe zu öffnen, wir geben da einfach einen Code ein. Ich würde sagen, einen richtig krassen Code. 989. Boom, das ist der Code, Leute. Und die Truhe kann man jetzt nur öffnen, indem man den Code eingibt. Und da packen wir jetzt ein Schwert für unsere Freunde rein. Ich würde sagen, wir nehmen hier das Eisschwert. Das ist richtig heftig, Leute. Guck, wir packen das jetzt da rein. 3 Mal für jeden 1. Mal schauen, ob die es überleben werden, diesen Wolfangriff. So, aber erstmal brauchen die dieses Schwert. Und die kommen nicht so einfach an die Truhe ran, denn den Code werden die auf jeden Fall nicht erraten. Das ist eigentlich unmöglich. Ich werde ihnen hier vorne ein paar Zahlen hinschreiben. Und ihr könnt euch schon denken, welche. Einmal hier die 9. Zack, Leute, das ist die Zahl 9. Hier vorne schreiben wir jetzt die Zahl 8 rein. So, let's go. Hier haben wir jetzt die Zahl 8 und hier platzieren wir wieder die Zahl 9. So wie davor. Boom, boom, boom. Zack. So, und jetzt, wenn meine Freunde klug genug sind, können die die Zahlen lesen an der Wand und somit den Code ablesen. 989 oder 989. Und hört ihr das die ganze Zeit? Die knurren und die sind richtig hungrig, die Wölfe. Alter, die werden unsere... Die werden Lucky, Matthew und Billy so auffressen. Oh Mann. Außer meine Freunde schaffen es irgendwie, die zu erledigen mit diesem Schwert. Und sobald die diese Truhe geöffnet haben, in der Zeit werde ich dieses Gitter dann öffnen. Und dann werden diese Wölfe meine Freunde attackieren. Na schau. Ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Ich kann es kaum abwarten. Und ich würde sagen, hier vorne ist auch noch direkt der Ausgang. Den verstecken wir einfach mal. So, zack. Wir nehmen uns eine Tür, Leute. Oder noch eine bessere Idee, wir nehmen uns ein Secret Trapdoor und die platzieren wir hier unten. Dann kann man hier in den Ausgang rein, bam. Und hier geht es dann zum nächsten Level. Wir müssen hier den nächsten Gang wieder bauen. Let's go. Und das nächste Level wird nochmal viel schwerer, denn das ist fast das finale Level, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Müssen wir uns echt beeilen. Und jetzt wird es richtig krass. Der nächste Raum wird aus Eisen und der wird richtig gefährlich mal wieder. So, zack, zack, zack. Hier können sich dann meine Freunde mal schön entscheiden, denn die werden hier 2 Achterbahnen reinbauen. Oh, wir brauchen Schienen erstmal. Zack. Schnappen uns direkt Schienen, Leute. Und wir nehmen uns auch direkt eine Lore. Die brauchen wir auch 2 Mal. Oder halt 3 Mal, weil wir müssen 3 Leute hier in die Bahn irgendwie reinkriegen. Eine Achterbahn führt in etwas ganz, ganz Schlimmes. Und die andere Achterbahn führt in die Freiheit. Mal schauen, für welche Achterbahn sich meine Freunde entscheiden werden. Ich bin echt gespannt, wer sich für die falsche entscheiden wird. Denn die falsche wird hier vorne sein. Und hier werden wir jetzt einen kleinen Käfig reinbauen. Haha, wo meine Freunde nicht mehr rauskommen. Am besten aus Bedrock. So, wir schnappen uns direkt Bedrock, Leute. Let's go. Und jetzt machen wir einen Bedrock-Käfig. Und da kommen meine Freunde nie mehr raus, wenn die einmal dort drin sind.
Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt bauen wir nur noch die zwei Schienen entlang hier. Eine und einmal auf der anderen Seite genauso, Leute. So, hier entlang. Und gleich zeige ich euch, was wir in den Käfig reinmachen werden. Was so schrecklich ist und was meine Freunde niemals überleben werden. Haha, wer sich hier falsch entscheidet, ne? 50-50% Chance. Mal schauen, wer sich richtig entscheidet und wer sich falsch entscheidet. Hier kommen dann ein paar Luren rein. Am besten, wir schnappen uns direkt eine Kiste, Leute. Und packen hier einfach ganz viele Luren rein. So, let's go. Wir dürfen auch nicht vergessen, mit Redstone hier die Schienen zu aktivieren. Denn ihr wisst ganz genau, das muss man immer mit Redstone aktivieren. Ich glaube, damals war das gar nicht so. Aber jetzt muss man immer mit Redstone aktivieren. Let's go. Und hier vorne auch noch aktivieren. Boom. Fertig, Freunde. Und jetzt packen wir in die falsche Achterbahn. Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wir packen Wasser erstmal rein. Und dann packen wir ganz schreckliche Piranhas dort rein. Oh, Leute, ihr wisst ganz genau, Piranhas, die mögen richtig gerne Menschen. Ich glaube, die attackieren auch einen, wenn man hier im Wasser drin ist. Und fressen einen einfach auf. Ah, aua, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh nein, oh nein, oh nein. Und wir packen da ganz viele Piranhas rein. Oh Mann, da sind so viele Piranhas drin. Okay, das werden meine Freunde niemals überleben, wenn hier einer reinfährt. Das ist die Box des... Ich habe eine bessere Idee. Packen hier vorne noch einen Bedrock drauf. Und jetzt kommen die auch nicht mehr raus, wenn die einmal drin sind. Aber reinfahren kann man, glaube ich. Und? Ja, man kommt rein, aber man kommt nicht mehr raus. Oh, ey, wir sind raus wieder. Nein! Und wie gesagt, die Achterbahn führt dann in die Freiheit, Leute. Und ich würde sagen, jetzt geht's auf den Kopf vom Wolf drauf. Das wird richtig lustig. So, zack. Jetzt muss es ganz nach oben gehen, Freunde. Auf den Kopf drauf, denn dort ist das Ziel. Und jetzt kommt das letzte Finallevel, was richtig krass wird nochmal. Wir machen hier ganz oben, Leute, jetzt einfach einen kleinen Eisparcours. Denn dann wird dort vorne das Ziel sein. So, man muss hier drauf springen. Und ihr wisst ganz genau, Eis ist super glitschig. Deshalb muss man auch aufpassen. Dann muss man hier drauf springen. So, dann geht's hier weiter. Hier lang. Wow, let's go. Dann geht es nochmal eins weiter. Oh, hier muss man richtig Anschwung nehmen. So, eins, zwei, drei und... Oh, okay, wir können das sogar eins weitermachen. So, let's go. Und jetzt gibt es hier vorne sogar noch einen kleinen Bootparcours, Leute. Und ihr wisst ganz genau, Boot auf Eis. Oh Mann, das kann was werden. Denn man rutscht direkt weg. So, wir müssen hier vorne eine kleine Fläche hinbauen. Zack, zack, zack. Ich bin echt gespannt, was die anderen gleich gebaut haben. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch eine Minute. Und dann werden wir teleportiert. Deswegen hier drei Boote. Und jeder hat jetzt ein Boot... Wohin mit euch, Boote, Mann? Die gehen einfach von alleine runter. Die haben keinen Bock auf Sebaki und Matthias, dass sie auf die Boote steigen. Die haben keine Lust auf meine Freunde. So, hier hin und jetzt hier noch ein Boot platzieren. Und jetzt müssen meine Freunde diese Rutsche, diese Eisrutsche meistern mit dem Boot. Und ihr seht ja selber, die ist nur ein Block breit. Das kann also richtig schwer werden. Oh Mann. Mal schauen, ob die es schaffen werden. Ich denke nicht. Und dann gibt es hier ganz zum Schluss das große Finale, Freunde. Nämlich gibt es hier eine Redstone-Truhe, die wir hier vorne platzieren werden, Leute. So, zack, 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 zack. Hier kommt eine Redstone-Truhe hin und darunter kommt TNT hin, Leute. Nämlich das Schneesturm-TNT. Yo, einfach ein Schneesturm-TNT. Oh Mann, das wird krass, Leute. Das ist richtig krass, das TNT. Das platzieren wir jetzt unter der Redstone-Truhe. Und falls meine Freunde diese Truhe öffnen und denken, dort ist die Belohnung drin. Nein, Leute, dort ist die Belohnung nicht drin. Dort ist was ganz Schreckliches drin. Nämlich der Schneesturm, der euch erwarten wird, wenn das TNT gezündet wird. Oh, das wird so schrecklich, Leute. Aber ich mag es schrecklich. Denn dann werden meine Freunde richtig ausrasten. Und bevor wir jetzt teleportiert werden, Leute, noch eine Sache, die ich machen werde. Ich werde hier vorne ganz, ganz viel Schneepulver hinplatzieren. Und in diesem Schneepulver versinkt man einfach. Und dann kriegt man Schaden und erfriert, Leute. Deshalb, super gute Idee, oder nicht? Damit können wir unsere Freunde auch ein bisschen pranken. So, hier kommt ein bisschen Schneepulver. Vielleicht fällt da jemand rein. Hier vorne ein bisschen Schneepulver. Vielleicht fällt da jemand rein. Leute, wir sind so fies. Aber das ist so lustig. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Wie man das hier am Anfang, falls meine Freunde versuchen, hier hochzukommen, einfach Schneepulver. Falle erwartet sie. Damit werden die niemals rechnen, Leute. So, zack, zack, zack. Und das Ganze funktioniert einfach wie Treibsand sozusagen. Dass sie bis dort ganz nach unten fallen. Okay, ich würde sagen, Leute, wir sind fertig. Wir werden jetzt teleportiert. Die 10 Minuten sind vorbei. Wir müssen in unsere Obsidianbox. Wow. 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 Leute, warum ist die Box diesmal so klein? Naja, egal. Ich glaube... Meine Seite, Ukri, geh auf deine. Oh, okay, ich sehe es. Ich sehe es. Hier vorne ist meine Seite. Dort vorne ist Billy's und dort ist Matthias. Oh, ich würde sagen, als erst gehen wir rüber zu Billy und schauen mal, was er gebaut hat. Billy... Bist du ready? Hast du alles fertig gebaut? Ja, ich war der Krasseste. Okay, dann würde ich sagen, lass uns hier auf den Knopf drücken. Let's go. Let's go. Boom. Wow. Wir wurden teleportiert. Leute, seht ihr das? Wir sind bei Billy. Billy, warte mal.
das ist dein Wolf? Bin ich? Ja, das sieht so krass aus. Das sieht krass aus. Sieht so geil aus. Der ist sogar ein bisschen orange. Aber das sieht doch nicht geil aus. Das sieht aus wie eine Katze und halb Hund oder sowas. Oder ja, wie so Kleiner Chihuahua. Das sieht aus wie Kleiner Chihuahua. Das ist ein Pupsi-Hund. Nein, das ist mein Lieblingsfarbehund. Ey, das ist einfach ein kleiner Chihuahua und das ist kein Wolf, Junge. Ein Wolf ist so stark und groß. Oh, ich Mann. Wir müssen hier vorher als im Survival-Modus alles durchspielen. Ja? Warum hast du eigentlich Hackermaske an? Du weißt ganz genau, das heißt nie was Gutes bei dir. Einfach so, nicht, dass ich hacken würde. Du hast doch schon wieder reingehackt, Okri, Junge, komm her mal! Lol, hier vorne ist ein Ghostblock, da kann man nicht draufspringen. Wo geht's dann lang? Okay, lass uns mal hier vorne. Ja, das musst du herausfinden. So, zack, 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 zack. Aua! Hä? Ich bin wieder runtergefallen. Ey, das war auch der falsche Weg, oder was? Ich bin den richtigen Weg, Leute, hier lang. Nein, macht gar keinen Sinn hier lang. Was soll. Hä? Lucky, das macht gar keinen Sinn. Falsch. Hä, alle Wege sind falsch. Oh, was? Ich hab es herausgefunden. Warte mal, zeig mal her. Nein, hat er nicht. Nein, hab ich doch nicht. Oh, doch. Ich hab's. Guck mal, da vorne ist ein unsichtbarer Block. Wuhu. Ey. Ja, ich hab's herausgefunden. Nein. Und jetzt ist hier vorne ein unsichtbarer Block. Oh, Billy. Ich schaff's. Und hier vorne ist auch einer. Guck mal, ich sehe ein ganz bisschen, Leute. Die Kontur. Und jetzt hier drauf. Boom. Und jetzt. Oh nein, da kommen wir gar nicht hoch. Außer man aktiviert hier vorne die Truhe. Das muss ich jetzt machen, Leute. Boom. Ich muss es ins Ziel schaffen. Komm schon als erstes und let's go! Ich hab's geschafft! Oh, wie OP, Junge. Ich bin so krass. Ich bin so krass, Alter. Ey, es sieht einfach so aus, als ob ihr fliegen würdet. Jetzt wird's aber schwerer, ne? Jetzt wird's noch schwerer, oder was? Nein. Oh ja. Yeah. Jetzt muss ich einen doppelten Jump machen. Ey, das wird wirklich sehr schwer. Ich versuch's mal, Leute. Und. Ich helf dir. Okay, komm schon, Matthias. Hilfst du mir? Ah, oh, hast du rum? Let's go, jetzt kann ich es schaffen, Leute. Und. Was? Billy, ey! Dein Ernst? Der hat mich einfach runter. Du hast einfach einen Block platziert. Ey, das war ehrenlos. Das, Junge, warte, jetzt schaffe ich es nicht als erstes. Oh nein, ich wollte es als erstes schaffen. Ja, ich beeile mich. Zack, zack. Ey, ich bin nicht einmal runtergefallen. Wir schaffen es als erstes, Ukri. Zack, let's go. Hier geht's hoch. Und zack, boom. Matvi, komm her. Nein, ich muss auch noch schnell dorthin. Ey, Leute, das ist so ehrenlos. Du musst doch mal zurück. Nein, ich muss nicht mal zurück. Ich hab's. Ich bin beide runtergefallen. Was für Moves, Alter. Warum schubst du einfach jeden runter? Das ist voll unfair. Ja, boom. Genau. Ey, geschafft. Ich hab dir runtergeschubst. Und jetzt, denkst du, ich schaff das alleine? Ich glaub nicht. Ich glaub, ich schaff das nicht. Doch, nein! Hey, Junge, was machst du da? Ey. Bucky, jetzt halt das mal hoch für mich und jetzt schaffe ich es als erstes. Let's go! Geh rüber, Okri. Ah, Ghostblöcke. Warte mal, wie kommt man da? Oh nein, jetzt muss ich wieder alles von neu machen. Mann, ich hasse dich mit Billy, Junge, das ist so schwer. Och, Mann. Aber ich will es schaffen. Bist du dir sicher, dass der richtige Weg gewesen ist? Warte mal, das Ganze? Da kommt man anscheinend gar nicht hin. Da sind überall Ghostblöcke. Ey, Blatt, ja, probier's mal aus. Genau. Was? Das ist Fake-Weg. Leute, warum bin ich das Versuchskaninchen? Ey, was? Blacky kann das schaffen. Wirklich. Let's go! Nein, okay, Blacky, keine Hoffnung. Ey, Leute, das war ein Fake-Eingang. Ich hab euch einen Tipp, okay? Pupshaufen. Tipp Pupshaufen? Was soll das denn für ein Tipp sein? Hier ist ein Pupshaufen! Im Pupshaufen, let's go! Ich hab's geschafft! Wir haben's geschafft! Und, ey, Billy, ist das dein. Ist das dein. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ey, Billy, wir sind raus! Da ist eine Belohnung drin. Los, ja, Junge, was ist für eine Belohnung? Das ist einfach eine Pupsbelohnung! Wer will bitte diesen Pupsi als Belohnung? Das stinkt! Ekelig! Ey, das hat mir ganz viel Pupsi auf wieder raus! Das hier! Ey! Ey! Billy! Junge Billy! Okay, Leute, das war der Wolf oder Katze oder keine Ahnung was. Ich meine Chihuahua von Billy. Bewertet mir jetzt in den Kommentaren, wie ihr ihn findet und wie ihr diesen sicheren Parcours findet. Und ich weiß nicht. Ich würde dem Ganzen eigentlich, ich gebe dem Ganzen, ich würde sagen, 3 von 10 Punkte, weil das ist überhaupt kein Wolf. Tut mir leid, Billy, aber das ist nicht mein richtiger Wolf. Ey, Sebastian, wie viele Punkte gibst du? Ich sag dir ehrlich, der sieht voll süß aus. Weil er so süß ist, gebe ich dem Wolf 7 Punkte. Der sieht Punkte. Echt süß aus. Guck mal, hier vorne ist die Zunge. Und wie viel du, Matvi? Ey, Ugri, willst du mich pranken? Das ist meine Lieblingsfarbe. Das ist eine. Das ist gelb, nicht orange. Nee, das ist orange. Das ist gelb. Matvi. Du erkennst nicht mal deine richtige. Du kennst nicht mal deine Lieblingsfarbe. Oh, Mann. Okay, ich würde sagen, das ist schwarz. Ihr müsst in die Kommentaren abstimmen, wie viele Punkte ihr Billy gibt. Schreibt mal in die Kommentare. Billy, wie viel von einer 1 bis 10, wie viele Punkte ihr gibt. Und jetzt würde ich sagen, wir haben hier noch ganz viele andere Wölfe. Und die schauen wir uns jetzt auch an.
Let's go, Game! Wow, wir wurden teleportiert, Leute! Und jetzt haben wir einmal uns Billys angeschaut. Wow! Und jetzt gehen wir... Ey, Matvi, sollen wir bei dir rüber schauen? Sollen wir schauen, was du gebaut hast als nächstes? Ja, mach Ukrieg! Okay, let's go! Boom! Wow, wir wurden wieder teleportiert! Seid ihr alle ready? Matvi? Yo. Ja! Oh nein, wow, Leute! Let's go! Man sieht meine Kamera dort oben. Ich hoffe, meine Freunde entdecken die nicht. Sonst merken was ist das, Leute! Was macht ihr da? Das war nix. Gut, dass du es weggemacht hast. Das hat bestimmt jemand platziert, um zu dem stalken oder so. Voll komisch. Das war Billy bestimmt. Ja, das war Billy. Hast du da gerade was gemacht? Ey, Leute, lass uns doch den Wolf erstmal anschauen. Ich hab ihn doch gar nicht gesehen. Lol, das ist Matvis Wolf also. Yo, krass, Junge. Wow. Warte, ich will den Bier von... Das ist ein Hund. Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Wolf aus Minecraft. Das ist der Wolf aus Minecraft, stimmt. Aber das ist einfach eine grüne Leine. Was hast du mit deinem Wolf gemacht, Junge? Alter, der hat ihn aufgegessen von den Schaumabukri. Warte mal, ey, der hat einfach orange Augen sich gerade. Voll krass. Junge, der hat keinen Bauch. Der ist abgemagert, Ukri. Billy, aua, nein, ich ihn da. Ey, guck mal, hier vorne ist einfach. Da ist einfach nichts mehr drin im Wolf. Naja, wisst ihr was, Leute? Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, bis zum Wolfkopf zu kommen. Leute, wir müssen versuchen, bis zum Wolfkopf zu kommen. Und dafür müssen wir jetzt diesen Parcours machen. Und ich brenne hier schon richtig krass, Alter. Nein! Hör doch auf zu brennen! Sehr gut. Der ist unmöglich, Ukri. Ich sag's dir so, wie es ist. Okay, komm, ich versuch's. Und. Ja, let's go. Und jetzt? Wo muss man jetzt hin? Einfach geradeaus. So, und was passiert, wenn man den Knopf drückt? Lol. Das ist doch unmöglich, oder? Ja, ist unmöglich. Ich schaff's nicht. Das ist unmöglich! Nein! Alter, Leute, das geht halt, aber das ist fast unmöglich. Das ist ja schon mal so richtig sicher. Also, Leute, wir müssen ganz schnell diesen Knopf drücken, dann darüber und den dann anderen Knopf hinten, während du in der Luft bist. Im Flug. Ja. Alter, warte, was? Okay, wir probieren. Ich probier's das erste aus, Ukri. Ey! Nein! Das war super knapp. Guck mal, wie ich das jetzt mache, Ukri. Guck mal, wie ich das jetzt mache. Okay, mal schauen, ob du lang hier schaffst. Du machst gar nicht! Ey! Wie die Junge, da kommt doch so ein Sprung. Aua. Zack. So, komm. Let's go. Und. Das war aber knapp. Mhm. Ihr schafft das niemals. Ey, wir schaffen es wirklich niemals. Das ist auch unmöglich, deswegen. Oh, das war's komplett. Wie bin ich da gerade gesprungen? That's right. Matthias, mach du das mal. Komm, ich will sehen, wie du deinen eigenen Parcours machst. Siehst du? Ich hab's geschafft. Der ist auf jeden Fall hingeflogen. Ich hab's geschafft. Nein. Hast du es ernsthaft geschafft? Niemals. Ihr ist geflogen, Leute. Der ist doch so easy. Okay, komm. Ah, nein. Ich spring. Okay, Billy, wenn du es geschafft hast, du musst helfen. Stopp, okay. Komm, und drück! Nein, das war so knapp! Es war so knapp, nochmal! Ja! Let's go! Ey, wenn man es einmal drauf hat, dann schafft man es. Nochmal, was, jetzt in die Richtung nochmal? Nein! Egal, warte, Billy, ich helfe dir. Egal, hilf mir einfach gleich hoch. Okay, ich hoffe, ich schaffe das, aber das ist jetzt nochmal in die andere Richtung. Let's go! Nein, wow, ich hab's geschafft, let's go! Okay, komm her! Freunde, und jetzt stopp ich mir dich, Billy! Let's go! Alter, sehr gut! Die andere Richtung war voll easy. Ja, die war ein bisschen kürzer, hab ich das Gefühl gehabt. Billy, was hast du gemacht? Egal, weiter geht's. Ey, das war aber super sicher, Leute, ganz ehrlich, das war richtig schwer. Aber ich bin ja ein Profi, ein Hacker, Leute, und ich schaff das easy! Was, jetzt muss ich hier um die Ecke, wenn ich hier runterfalle, müssen wir dann wieder von neu machen. Oder haben wir Checkpoint, Matvi? Checkpoint, ich hab's da getestet. Okay, sehr gut. Alter! Das ist super schwer. Oh, ey, wir müssen es unbedingt bis zum Kopf schaffen. Ich glaube, dort vorne ist das Ziel. Und jetzt noch einmal hier rum. Oh, let's go, Alter. Das ist echt richtig sicher, aber ich schaff's, Freunde. Was machst du? Nicht. Bau hier keine Löcher rein. Willst du, dass wir hier reinfallen, oder was? Okay, Leute, bevor es geht. Leute, klar. Hier ist Wassereimer drin. Oh, Water-MLG hier runter. Let's go. Ey, ich mach richtig krass Water-MLG. Die schafft's auch. Let's go. Und boom, let's go. Und? Okay. Egal, ich hab's überlebt. Okay, warte. Oh nein, ich hasse solche Sprünge. Achso, das ist ein Leiter. Also vereinfacht. Alter. Oh, achso, das ist ein Leiter. Okay. Mhm. Ey, Freunde, ich hoffe, ich schaff das. Und? Ja. Oh, das war knapp. Hier vorne lang. Und? Ja. Ey, wolltest du mich pranken, Billy, dein Ernst? Nein. Ey, Matvi, das hast du richtig gut gebaut dafür, dass du erst eine Woche Minecraft spielst, ganz ehrlich, und dein Wolf sieht auch nicht schlecht aus. Nein! Was? Doch nicht gut gebaut. Ich nehme alles zurück. Nein, du bist einfach nur schlecht, Ukri. Ja, okay, das war echt ein schlechter Sprung gerade. Ja. Was mache ich? Oh, ich muss mich echt mehr konzentrieren, weil das ist einfach viel zu sicher. So, nein! Ukri, dein Ernst? Ich sag gerade konzentrieren. Das ist voll easy. Das ist auch eigentlich nicht so schwer, aber ich verkacke einfach und let's go. Jetzt habe ich es aber geschafft. Und hier rüber. So, und dann hier rüber. Zack. Und der letzte Sprung ist auch machbar.
Und jetzt darunter, Billy. Komm schon. Und. Kommt, Leute. Oh, jetzt ist der Schuss, Leute. Das Finale. Komm schon. Kann man hier rüberspringen? Denkt ihr, das ist machbar? Ich boost dich, okay? Los. Ich hab bis Angst, dass du voll im Ghostblock bist. Oh ja, ich will's auch nicht machen. Weil schau mal, hier vorne sind unsichtbare Blöcke. Und das heißt, das ist der richtige Weg. Das ist Quest. Hey, das ist der richtige Weg. Nein! Oh, Baby. Oh Mann, das war doch klar, dass es der falsche Weg ist. Es wäre doch nicht so einfach, das Finale. Und jetzt sind wir da. Wir sind ganz zum Schluss im Kopf von Wolf. Auf in die Truhe. Auf in die Truhe. Ja, okay, die Belohnung. Die Truhe. Eins, zwei, drei. Leute, nicht öffnen. Ihr habt es schon getan. Ich habe es gesehen, da war eine Red Zone Truhe, aber wir haben es irgendwie überlebt. Das TNT war nicht groß genug. Und jetzt, warte mal, einen Moment. Leute, sehe ich gerade das richtig? Der Wolf-Kopf ist aber weggesprengt worden. Okay, ich würde sagen, Leute, lasst mir jetzt alle nochmal in den Kommentaren eine Bewertung da. Ich gebe dem Ganzen von der Sicherheit und vom Aussehen. Der Wolf sah auch richtig cool aus. Ich würde sagen, das war so ein Standard-Minecraft-Wolf. Deswegen 7 von 10 Punkte. Aber Leute, wenn ihr erstmal zu meinem Wolf kommt, der ist locker eine 100 von 10 Punkte. Und ihr bewertet jetzt auch mal alle in die Kommentare, wie viele Punkte ihr bei Twi gibt. Ich gebe 7 von 10 Punkte. Und jetzt teleportieren wir uns. 7 von 10. 7 von 10. Ja, ich bin doch nur seit einer Woche. Wie soll ich das so gut machen? 8? Ja, okay, 7,5. Jetzt würde ich sagen, teleportieren wir uns in die Box. Let's go! Wow! Wir wurden wieder in die Box teleportiert. Ihr wisst, was das heißt. Sim Lucky würde sagen, ne? Welchen kontrollieren wir als erstes? Mein Wolf oder dein? Ich würde sagen, Sim Lucky. Meiner ist besser, Uki. Let's go! Okay, komm, let's go! Ich bin echt gespannt. Boom! Wow! Wir wurden teleportiert, Sim Lucky. Wow. Ich will dein Wolf erzählen. Ey, was macht ihr? Schau, Uki, schau, mein Meister. Leute, schau mal nach oben. Was? Der ist richtig krass. Alter. Guck mal, wie der aussieht. Uki, meins ist besser. Mein Buch sieht besser aus. Wow. Okay, schau mal hier oben, sein Kopf. Warte mal, was? Das ist sein Kopf? Sogar Billys Kunden sind Nein! Ey, der ist richtig krass. Was? Ey, Billy ist schon in die erste Falle gefallen. Ernsthaft? Ey, jetzt Leute, habt ihr die gesehen, Billy. Jetzt mal ganz ehrlich. Hör auf zu spoilern. Leute, ich hab's denn jetzt ganz am Anfang schon in Wolf gesehen, aber dass er so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Der macht mir echt krass Konkurrenz. Jetzt kann ich nur hoffen, dass sein Parkour nicht so krass ist wie meiner. Aber Leute, schon heftig aus. Sogar extra zum Thema Wolf habe ich Parkour aus Knochen gemacht. Oh, stimmt. Oh, das habe ich auch nicht gemacht, Freunde. Was? Billy, hast du da noch eine Kamera platziert? Nein. Warte, das meine war Kamera. Okay. Wer hat die denn platziert? Wer hat die platziert? Wer macht sowas? Billy, was soll das? Ey, wenn ich herausfinde, wer das war, dann gebe ich richtig eine auf die Rübe. Das kann gar nicht Billy sein, weil bei uns allen war bisher eine Kamera, außer bei dir, Ukri. Mal gucken, ob bei dir auch eine sein wird. Bei mir war die auch noch nicht, hä? Okay, Leute, ich würde sagen, das war ein bisschen auffällig. Bei mir war aber keine Kamera. Leute, ich... Doch, Billy war auch eine, Matvi. Du hast ihn nur nicht übersehen. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Okay, weißt du was? Leute, hört ihr mal auf zu streiten. Ich mache hier den Parkour und bin als erst ganz oben. Was macht ihr denn? Oh, du bist so schlecht, verkackt. Was macht ihr, Leute? Ey, Matvi, schlag mich. Was, seid ihr verrückt? Wir müssen zusammen den Parkour durchspielen. Das ist der Lucky-Parkour. Matvi, Alter, was ist das hier vorne? Einfach so ein Skelett-Parkour, Leute. Ey, wie krass. Okay, let's hier lang. Weiter. Du hast mich runtergeschubst, Billy, mit deinem dicken Popo, Alter. Ich hab dich weggeschubst. Ihr seid so schlecht. Wie kann das sein? Okay, jetzt schaffe ich es aber. Und so, let's go. Hier lang, so. Ey, okay, warum springst du nicht in meine Falle rein? Ich glaube, die anderen werden es aber tun. Was? Da vorne ist eine Falle? Hä? Guck mal, und... Billy muss ein zweites Mal drauf reinfallen. Ey, mal schauen, ob Billy jetzt auf die Falle von Sebaki reinfällt. Und dann Billy. Ich fall da nicht drauf rein. Ey, was? Oh nein, da vorne. Sebaki, zeig mal die Falle. Zeig mal die Falle. Warte mal, die war genau hier vorne. Guck, da kann man einfach reinspringen. Was? Das ist einfach so ein getarntes Gras oder was? Billy hat die gespoilert, deswegen wusstet ihr die schon alle. Oh Mann, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal lang. Aber was ist jetzt da? Stopp, Leute, stehen geblieben. Ihr kriegt jetzt alle hier ein Brot. Einmal bitte einsteigen. Sowas habe ich auch gebaut, Sim Lucky. Meiner ist aber viel krasser als seiner. Jetzt einmal bitte fahren. Oh nein, ich vereise. Okay, ich hab das... Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Da kommt er wieder hoch. Oh, Mann. So, Freunde, wir sind jetzt im Boot drin. Matvi, was machst du beim Boot? Was ist denn los mit dir? Hallo, Ukri. Oh, Mann. Aufpassen, ihr wiegt zu viel nicht, dass es Eis bricht. Oh, nein. Ey, ich will... Ey, oh, Mann, Matvi, das Problem ist, es ist so glitschig. Wow, nein. Wow, Alter. Okay. Das ist so gut wie ich sein. Nein! Ey, ich fall hier fast runter. Ich muss richtig. Nein! Was passiert jetzt?
Ey, das ist unmöglich, das was? Ey, das ist unmöglich. Das ist so schwer. Leute, jetzt muss ich schaffen. Jetzt muss ich schaffen und... um die Kurve. Ja. Und ja, hier lang. Nein, ja. Okay, müssen wir schaffen. Wir schaffen es. Ich hab's geschafft. Let's go. Rocky, du das Boot bitte wieder hin. Wo das Boot hin? Ihr könnt alles neu machen. Ich geh direkt weiter. Ich hab's geschafft. Wie ist das denn? Oh, ich hab's geschafft. Hey, lass mich auch noch um! Die haben mich runtergeschubst. Okay, voll nächstes Level. Leute. Willi, lass mich los! Was? Ey, mach doch mal das Trampolin an! Was geht hier ab, Leute? Runter mit euch! Warte, was geht das jetzt, Mann? Und mega Trampolin! Was macht wie auf Billys Kopf, Junge? Ja, upsi! Why? Hey, okay, Leute, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt mal richtig, okay? Jetzt kein Spaß mehr. Oh, nein! Simulator, auf das Trampolin! Ich will selber, Mann! Und? Let's go! Bro, ich muss auch selber aktivieren und. Zack, ich hab's geschafft. Und jetzt das nächste. Wo geht's lang? Hier lang. Und ich mach schon. Okay, und was ist das? Du Ehrenloser! Du Ehrenloser! Leute, solange ihr dort wieder rumstreitet, ich würde sagen, ey Leute, ich Batterie und Bill, die haben echt was gegeneinander. Die haben die ganze Zeit Streit. So, wir trinken mal diesen Regenerationstrank und den Schnelligkeitstrank. Wir müssen jetzt hier über Magma rennen. Oh nein, Magma ist super heiß. Aua! Aua! Oh nein! Heiß! Ich hab den Trick, wir müssen einfach schaffen. Ich schaff's easy, wir müssen einfach die ganze Zeit springen. Boom! Let's go! Aua! Ich schaff's wirklich! Aua! Ich hab's geschafft! Hä? Brauchst du kein Wasser, Alter? Ich hab anderthalb Herzen, wie soll ich das schaffen? Ja, eigentlich schon, aber Ukri, du kriegst von mir... Herz. Alles gut, ich hab den Wassereimer. Let's go! Nein, stopp, Ukri! Du kriegst von mir was Besseres als ein Wassereimer. Okay. Ein Pupsi-Eimer, damit kannst du MLG machen. Ich werde ganz sicher nicht mit einem Pupsi-Eimer MLG machen. Was ist das denn? Das ist hier eklig. Okay. Was macht man hier da gefallen? Ey, Billy, komm schon, wie war das zweite Ziel, okay? Ich hab und mein Popo brennt. Ja, warte. Hä, wenn man auf Magma sneakt, dann... LOL. Hä, das ist ja voll easy. Wenn man auf Magma sneakt, dann kriegt man gar keinen Schaden. Das hätten wir die ganze Zeit machen können, Billy. Wir könnten auch einfach so hochgehen. Dann dauert das aber Jahre, Leute. Wir gehen einfach so hoch, wir nehmen... Okay, Spaß, ich mach's richtig. Mach mal, versuch mal hier hochzukommen, Billy, jetzt, Wie kommst du jetzt hier hoch? Ja, easy peasy, Junge. Okay, Leute, wir machen es alle zusammen, ja? 1, 2, 3, let's go! Let's go, ich mach Blut-Energie, Ich bin gerade alt draufgegangen. Hä? Ich bin einfach gestorben. Ich dachte, jetzt kommt ein cooler TNT-Energie-Boost. Ich hab vergessen, euch Knochenrüstung zu geben. Sorry, aber mein Leute, ihr habt die Knochenrüstung vergessen. Ich hab euch geprankt. Die braucht ihr auch noch. So, ey, dein Ernst? Komm. Ey, wir werden es schaffen, Leute. Wir werden Spitzkast da oben schaffen. Knochenrüstung. Hast du sowas auch, Ukri? Was? Knochenrüstung? Wie krass. Einfach Knochenrüstung. Was? Ich bestehe aber nur aus Fleisch. Die sieht richtig cool aus, Leute. Vor allem mit der Maske. Wow. Okay, ich würde sagen, lass uns die direkt aktivieren. Wir gehen jetzt auf diesen TNT-Bus. Diesmal schaffen wir es, Simblack. Kann ich dir sagen, wir werden es schaffen. Du wirst uns hier nicht nochmal pranken. Let's go, Fu-Demilky. Let's go. Und boom. Ihr habt alle verloren. Ich hab's geschafft. Ich dachte, ich bin auf dem Glas. Das war voll verwirrend, das Glas. Und wir versuchen es nochmal, Leute. Let's go. Okay. Leute, eine Belohnung erwartet euch. Eine Belohnung? Hä, wo ist die denn? Alter, guck mal, wie krass. Hier ist einfach das Fell vom Wolf. Was? Oh Mann, wir müssen uns hier durchkämpfen, Billy. Komm schon. Und Billy schon oben. Oh, das ist eine richtig krasse Belohnung. Seid ihr gespannt? Hä, wo ist die Schnauze? Ist die hier vorne? Ist die hier drin? Auslöschungsbelohnung. Hier ist sie. Nein, Leute, ich rette uns. Oh nein, aua. Ey, dein Ernst? So, Leute, das war Simblackys Wolf. Ihr seht ihn nochmal. Der sieht richtig cool aus, finde ich. 10 Punkte. Ich gebe ihm auf jeden Fall, ich gebe ihm 11 von 10 Punkte, weil er sieht so krass aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich will auch fair bleiben. Auch, Leute, wenn ich ein bisschen gecheatet habe. Ich sag ganz ehrlich, das sieht richtig heftig aus. Und schreibt ihr mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr Simblacky geben würdet. Der Wolf ist wirklich mega und hat auch so eine richtig... Boah, seine Zähne sind auch richtig riesig. Und der Parcours war auch richtig sicher, deswegen 11 von 10 Punkte. Hast du richtig gut gemacht, Simblacky. Aber die Belohnung ganz am Schluss, Leute. Junge. Die war nicht lustig.
Die hat uns einfach alle gekillt, Mann. Und jetzt gehen wir zum nächsten Wolf. Let's go zu meinem. Wow, Freunde, wir sind back in der Box. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum letzten und besten Wolf, zum blauen Schneewolf. So viel kann ich euch verraten. Schaut euch den gerne selber an. Okay, und let's go. Wow, let's go. Wir wurden teleportiert und jetzt gönnt euch meinen Wolf. Was? Oh, sieht krass aus, ne? Das ist ein riesiger Schneewolf. Eisbär, Junge. Der Eisbär? Eisbär? Wow. Das ist ein Schneewolf. Oh, warte mal. Das muss ich hier schnell wegmachen. Bevor das warte, was ist das eigentlich, Uri, dort? Das hier, nix. Oh, da war nix. Hast du gespielt? Nein, hab ich nicht. Okay, nein, er hat nicht gespielt. Hat er doch ich mach niemals zu lügen. Okay, also Leute, hört mal zu. Ihr müsst jetzt versuchen, auf den Wolf draufzukommen. Dort vorne, seht ihr das? Dort vorne ist das Ziel. Und ihr müsst irgendwie dort draufkommen. Aber erst müsst ihr den Eingang finden. Und den werdet ihr niemals finden, Junge. Easy, okay, wo soll der sein, Alter? Wo ist der Eingang? Lass mich suchen. Hey, Simba, gehst du mal mit Bonus? Was ist los mit dir? Gehst du mal mit Bonus? Okay, spann dich, Uri, sorry. Billy, du bist in meine Falle reingefallen. Leute, habt ihr etwa den Eingang gefunden oder was? Hä, Mati, wo geht's denn jetzt mit dir lang? Warte, was? Ist der dort oben? Ey, da wäre ich mir nicht so sicher, ob der da oben ist. Ey, da wäre ich mir echt nicht so sicher, ob der da oben ist. Blacky, was machst du da vorne? Ich warte auf, bis die nach vorne gehen und die können gerne meinen Job übernehmen. Schau mal, eine goldene Karotte. Danke, Uri. What? Ciao. Ach, Mati, Blacky. Alter, okay, Alter, bin ich schon fast oben. Wo geht's weiter? Geht's hier weiter? Nee, geht's auf keinen Fall weiter. Okay. Oh, das war dann, knapp, Leute. Hier hab ich gesehen. Okay, weiter geht's. Billy, siehst du das Rote dort? Wo? Hier vorne. Wow, hier ist rotes Redstone. Lol. Oh ja, ich hab euch extra den Weg markiert. Damit ihr wisst, wer es ist. Warte mal, du hast herausgefunden, diese unsichtbare Blöcke, was? Ja, Junge, ich das will das Redstone haben. Okay, dann das wirst du niemals schaffen. Das wirst du niemals schaffen. Nein. Okay. Nein, Billy, was machst du? Der musste einfach niesen, Leute. Hab's geschafft. Matthias hat es erst geschafft. Ey, Leute, ihr seid jetzt bei der Belohnung. Let's go. Ey, und warte mal, noch nicht trinken. Schnappt euch einen Grimace-Shake. Jetzt wart noch auf Greedy, der kommt jetzt auch hoch. Ich trinke, Junge, jetzt werde ich ihn im Leben bringen. So, Leute, ihr habt jetzt alle einen Grimace-Shake, ne? Ihr wisst ganz genau, Grimace-Shakes. Ihr liebt bestimmt Grimace-Shakes, oder nicht? Wollt ihr die mal trinken? Oh, lecker schmecker. Lecker. Denkst du, ich will da auch drauf gehen? Ich weiß, was ich jetzt mache. Warte, ich trinke den, zack, und gehe jetzt hier raus. Das war der Todes-Scribble-Shake. Und jetzt würde ich sagen, Leute, das war ein Fake-Eingang. Ihr müsst jetzt den richtigen finden. Das war komplett Fake, Junge. Wo soll der sein, Ukri? Warte, ich schau mir das von oben an, okay? Ich verrate euch nicht, wo der richtige Eingang ist. Warum soll ich das tun? Ihr müsst den richtigen Eingang finden. Was soll das denn, Alter? Junge, Billy ist richtig nah dran, Mann. Leute. Billy ist jetzt alles an, Alter. Let's go. Nein, Billy ist richtig nah dran, als ob der den jetzt findet. Billy, wo bist du? Was? Billy hat ihn gefunden. Das war eine 0,00001%ige Chance. Als ob du den gefunden hast. Ey, Leute, komm mal hier nach oben. Einfach Billy. Lol, Billy hat einen Geheimgang? Ja. Der hat einfach den Geheimgang gefunden. Ey, okay, warte mal. Kommt ihr mal alle nach oben? Und Billy, jetzt würde ich aber aufpassen, was du machst hier vorne. Dass du hier nicht einfach... Das könnten Minen sein, oder? Nein, das ist Diamantenerz. Das sind keine Minen, auf keinen Fall. Das sind keine Minen. Bestimmt wird man viel drauf reinfallen, Alter. Zack, rüber hier. Was machst du, Alter? Er springt darüber ganz geschwind und dann explodiert er einfach. Ey, Leute, wollt ihr echt nicht hier voll die Diamanten abbauen? Was machst du? Ey, ihr müsst aufpassen. Ey, Matvi, willst du echt nicht die Diamanten? Die sind richtig, guck mal, die sind richtig schön. Leute, ich hab da nichts drauf zu tun. Die sind echt schön, wirklich. Junge, bei Ernst, Billy, was machst du, Alter? Okay, Leute, ey, ihr müsst weiter, kommt, ihr müsst weiter versuchen. So, Leute, kommt her. Hier, ich schenke euch ein paar goldene Karotten, falls ihr hungrig seid. Essen.
So, let's go. Ich gehe mal mein Essen hinterher. Ist das nervig, ne? Die Spinnnetze habe ich extra für euch gemacht. Ey, noch kein Hebel drücken. Noch nicht drücken. Okay, Hebel Leute. Drücken. Ihr müsst euch entscheiden in der Gruppe. Für welchen Hebel entscheidet ihr euch? Für den linken oder rechten? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Für den rechten oder linken Hebel. Ihr in der Gruppe entscheidet euch. Kommt schon. So, Simlaki, was würdest du sagen? Links oder rechts? Ich sag, Mitte. Mitte? Leute, ihr müsst euch schon entscheiden. Was? Nee, rechts natürlich. Hier, zack. Okay, Bart, Billy, was sagst du? Billy, was sagst du? Rechts. Du sagst rechts und Matvi, was sagst du? Ich sag dahin. Macht gar keinen Sinn. Ey, du musst dich entscheiden, dann links. Okay, dann würde ich sagen, jeder geht zu seinem Hebel und dann drückt ihr auf 3, 2, 1, let's go! Nein, ihr wart richtig, Matvi, aber nicht. Achso, wir waren richtig, let's go! Tut mir leid, Matvi, was machst du? Er sitzt mit dem Boot. Was machst du, Matvi? Du musst hier raus. Du hast ihn gefangen. Der kommt da nicht mehr weg. Der ist richtig sauer, Leute. Das ist ein sauer... Matvi! Oh, Mann. Okay, Leute. Solange Matvi jetzt dort aufgegessen wurde vom Wolf und... Junge, was machst du? Er springt alles in die Luft. Würde ich sagen, geht ihr beide mal hier vorne in die Box und... wo ist mein Boss hin? Oh nein, ich muss hier neu spawnen. Schaut mal hier vor, es sind 3 Wölfe der richtig schrecklichen Art und Weise. Die sind richtig groß und richtig böse. Und Leute, ihr werdet gleich gegen die kämpfen. In 2 Minuten werde ich hier das Gitter öffnen. Und ihr habt nur eine Chance gegen die zu kämpfen, indem ihr die Kiste hier öffnet und das Schwert dort rausholt. Dann habt ihr vielleicht noch eine Chance. Wie ihr das machen könnt, Leute, ihr müsst den Code herausfinden in der Kiste. Wie sollen wir das wissen, wenn hier gar kein Code ist? Okay, das ist Passwort gesichert. Hier ist ja ein Code. Denkt ihr, schafft es nicht? Das ist ja voll unsymmetrisch, die Blöcke. Alter, ich seh's hier. Guck mal, hier ist in der Mauer ein Code eingraviert. Guck mal, hier. 989. Nein, das ist falsch. Niemals ist das richtig. Das ist richtig. Let's go, Scott, alles mir! Jetzt raus, Simlaki, ihr müsst zusammenkämpfen. Das macht keinen Sinn, wenn du alle nimmst. Ey, Simlaki, ihr kämpft doch im Team, Junge. Was machst du? Du musst jeweils Schwert geben. Beruhigt euch, war nur Spaß. Hier habt ihr eure... Das ist ein Eisschwert. Okay, cool. Leute, hört mal zu. Die Gitter öffnen sich jetzt, Junge. Ihr müsst jetzt kämpfen. Was ist das für ein Wolf? Der nächste Wolf. Alter, was macht ihr nicht gegeneinander kämpfen, Leute? Als ob ihr es so schnell geschafft habt. Naja, dann gibt's hier noch eine Welle. Let's go, bitte, Wolf. Alter, guck mal, der sprüht einfach so Schnee auf euch. Und hier gibt's den Nebelwolf. Let's go. Nebelwolf-Attacke. Und wilder Wolf-Attacke. Nimm das. Boom, wow. Nee, ist auch geil. Okay, ey, Leute. Ich würde sagen, ich spawn hier die ganze Zeit, welche bis ihr den Ausgang findet. Ihr müsst den Ausgang finden, was habt ihr gedacht? Ja? Ganz viele Knöpfe, drückt die mal auf die Wand, Leute, hier ist die Haustür. Ihr müsst den Ausgang finden, Leute, sonst kommen hier ganz böse Wölfe auf euch zu. Ey, die werden niemals den Ausgang finden. Ich übernehme die Wölfe, wir machen Teamarbeit. Ey, als ob ihr das nicht schafft, Leute, was macht ihr denn? Junge, ihr müsst euch beeilen, sonst werdet ihr gleich nochmal aufgegessen hier. Ey, hier ist der Ausgang, let's go. Oh Mann, ihr werdet es niemals schaffen, hier kommen noch mehr Wölfe. Warte mal, Mein Schwert ist kaputt, nee, das ist nichts. Schnell und rein! Oh, okay, das war knapp. Okay. Was ist das, Huki? Das war richtig. Oh, okay, warte mal, bevor ihr jetzt die Achterbahn fahrt, ihr müsst euch jetzt wieder entscheiden, links oder rechts. Eben war rechts falsch, vielleicht ist jetzt links falsch, aber vielleicht ist auch jetzt links noch immer richtig und rechts noch immer falsch oder richtig. Also warte, wenn rechts richtig war und links falsch und links richtig ist, dann ist P7, dann muss es rechts sein. Nein. Billy, das war keine Logik. Okay, das war Leute, ich würde sagen, ihr entscheidet euch in 3, 2, 1, stellt euch zu einer Tür und dann geht's los gleich. Aber 3, 2, 1 und... Das ist das letzte Hindernis, wir müssen das richtig machen. Oh nein. Nein, das war keine gute Idee, Billy. Oh nein, Billy, ist im Gerät. Oh nein, Billy. Tut mir leid, Billy. Leute, das Einzige, was von Billy übrig geblieben ist, ist ein Skelett. Was? Was? Oh nein, was habt ihr getan, Piranha? Ihr habt das alles weggegessen. Okay, jetzt wisst ihr zumindest, was die richtige Version ist, weil Billy war gerade hier einfach in den Piranha-Becken gefangen. Wie war's, Billy? Sag mal deine Experience dazu. Nie wieder. Ey, aber alles wegen Matvi hat dich einfach da reingeschubst. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Leute, es ist links. Sicher, dass links ist vielleicht doch rechts. Ja, okay, das war richtig. Aber Matvi, was machst du da drin? Warum gehst du da rein? Dann lag die das wie zurückgeschleudert.
wir gehen zurück, Billy. Okay. Wow. Okay, Leute. Ich würde sagen, meine Freunde haben den richtigen Achterbahnweg gefunden. Und die richtige Achterbahn ist hier vorne. Und, oh, warte mal, ihr seid doch immer nicht oben. Kommt mal nach oben, Leute. So, jetzt seid ihr alle oben und ihr seid fast beim Ende angelangt. Jetzt müsst ihr nur noch das Knopf zu. Ey, du Cheater! Runter! Ihr müsst es mit dem Boot machen. Ihr müsst es mit dem Boot machen. Nein. Ich darf euch hier nicht durch. So, das merke ich hier. Versuch's mal mit dem Boot. Komm, du bist als erstes dran. Okay. Mal schauen, ob ihr es schafft und mal schauen, wer es nicht schafft. Wer es nicht schafft, der kriegt die Belohnung nicht. Und die Belohnung ist richtig cool. Du hast genauso was gebaut wie ich und das stimmt wirklich. Ja, ja, meinte ich doch. Und runter mit dir. Okay, hier kriegst du auch ein Boot natürlich. So, Billy, du kriegst auch eins. Wohin, Mati? Mati fährt in die falsche Richtung. Ey, Leute, ihr könnt ja gar nichts drauf machen. Ey, ich pack das easy. Schaut, hier, boom. Ich bin vor dir, Ukri, haha. Okay, mal schauen, guck, was ich mache. Bam. Mal schauen, ob es den Lucky schafft. Ey, das ist einfach der schwerste am ganzen Parcours und am ganzen Wolf. Junge, bei Wolf ist auch so cool, ne? Sag mal ganz echt. Ernst. Ey, habt ihr eigentlich die ganze Schneelandschaft hier euch angeschaut? Nein, Billy, Junge. Was sagt ihr eigentlich zu der ganzen Schneelandschaft? Auch schon mal 10, 15 Punkte, oder? Als ob du schon das selber gemacht 20 hast. Von 7. Ja, klar hab ich das selber gemacht. Oh Mann, wenn die wissen. So eine 24 7. So eine 24 von 7? Ja. Was redest du, Billy? Versuch mal erstmal den Parcours, Junge, du kriegst gar nichts hin, Alter. Ach, soll ich dir zeigen, jetzt schaff ich es wirklich. Wer es als erst schafft von euch? Ich bin echt gespannt, ja, Leute. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich Noob, okay? Okay, komm. Ey, Mathieu, wir haben Cheat oder was? Runter mit dir. Ja, okay. Runter. Okay, Billy, komm. Du bist ein Noob, hast du gesagt, wenn du es nicht schaffst. Nein. Wenn du es nicht schaffst. Nein. Ey, das hilft dir nicht. Du musst das langsam machen mit Geduld, Leute. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Ey, Billy, hab gecheatet. Okay. Billy, du bist so schlecht, ganz ehrlich. Stopp, ich hab's geschafft. Es war einfach wegen Billy. Oh, sorry, The Lucky. Hey, ich hab's geschafft. Junge, das war's mit euch. Das war die Kiste der Schneeattacke, Leute. Schneeattacke, boom. Wow, The Lucky hat fies in einfach eingeboren. Okay, Leute. Das 10 war, von 10 Ukri das war mein Wolf. Und dein Wolf. Wie findet ihr den? Am Schluss gab es noch eine kleine Snowball-Überraschung, Leute. Eine Schneeball-Überraschung. Hier könnt ihr nur bei euch anschauen. Wir müssen jetzt alle in den Kommentaren bewerten. Ich würde sagen, falls ihr für Billy seid, den wir uns als erstes angeschaut haben, dann eine 1 in die Kommentare. Wenn ihr für Mathieu seid, den wir als zweites angeschaut haben, eine 2 in die Kommentare. Für Simlaki dann eine 3 in die Kommentare. Und für mich, weil ich als letztes war, eine 4 in die Kommentare. Kommentiert jetzt alle in den Kommentaren, damit wir den Gewinner hier auslosen. Ihr entscheidet. Aber für mich habe definitiv ich gewonnen. Aber Simlaki war auch gut. Also... 3 oder 4 besser! Ich war besser! Bewertet jetzt in die Kommentare, Leute! Wer war der Beste in dieser Folge? Nein, Billy und war falls der ihr mehr Beste. Folgen zusammen sehen Billy wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Aber dein Parcours ist auch richtig gut. Mein Parcours war auch richtig gut. Also aktiviert die Glocke nicht vergessen, unbedingt, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge und schickt unser Merch oben in der Videobeschreibung ab. Hier vorne die nächste Folge. Christmas, I give you my heart. Okay, Matvi singt die Junge, Leute, hier rein drauf drücken. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr am Start wart.